Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Ja, ich bin immer noch hier in dem Haus von letztem Mal fest. Wir wollen nämlich das zu Ende führen, was wir letztes Mal vor 25 Folgen aufgehört haben. Wir wollen nämlich kicken wegen Dach und so, ne? Und das Blöde, wie gesagt, Loot oder so, ist nicht zurückgekommen. Die gönnen uns nichts. So, warte mal, dann brauchen wir da hinten auch nicht mehr nachkicken. Weil, wie gesagt, der hatte gerade durchgeregnet. Weil komischerweise, wir haben den 10. Tag und der Loot irgendwie respawnmäßig nicht wirklich. Also das haben wir schon mal besser gesehen. So, hier ist ne. Ey doch, da ist respawned. Siehst du? Ihr braucht bloß immer kräftig rummeckern, schon respawnet. Habt da wieder was gelernt. Oder ist das das Dach mit den Vögeln oben drauf? Ja, das ist das Dach mit den Vögeln oben drauf. Also doch nicht dasselbe wie letztes Mal, aber hey, ist da auch schon mal was. So, zielen und... Töt. So, bitte du Vogel, bleib drauf liegen, ne? Danke. So, jetzt kannst du dich ruhig bewegen. Haha, Fräulein. Was suchen Sie denn auf dem Dach? Na? Jetzt. So, das heißt, wir haben jetzt 19. Wir sind auf Level 19. Läuft. Entschuldigung. So, hier war auch noch was drinne. Zombies-mäßig. Ach, da ist er doch. Schönen Tag. Och, hättest du nicht da runterfallen können? Aber hier waren wir noch nicht bis unten hindurch, ne? Ne, hier sind wir dann abgehauen. Dann ist das andere Haus, was ich meine, auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, da sind noch zwei, drei Pfeile gewesen. Oh, Alter. Ach, unter uns. So, da ist nichts, da ist auch nichts. Wie schaut es denn unter uns aus? Und bitte ohne runterfallen. Ich habe doch eben gesagt, ohne runterfallen. So, ich glaube, hier sind wir sicher. Also, glauben ist nicht wissen, aber eher. Hier müssen wir uns von unten nach oben bauen oder sonst irgendwie. Wir wissen nicht, was hier drin ist. Wir wissen aber, dass es gefährlich ist, hier lang zu laufen. Aber wir wollten ja auch eigentlich wegen Beton. Bidum. So, ist hier irgendwas drin? Ja, der Koffer. Der natürlich leer ist. Das ist jetzt... Also ungefähr... Alle 10 Tage hier Loot respawn oder was. Es sei wir Idioten haben schon mal Villarin gekickt. Also Icke. Nicht ihr, sondern Icke. Oh, Alter, das ist schlimm, ist das da. Was ist denn das da? Das wird ja immer schlimmer. So, irgendwas klopft von draußen. Ist bestimmt nebenan. Und will durch die Wand durch. Also die Lecks, die sind wirklich teilweise richtig schlimm. Und das liegt noch nicht mal daran. Okay, wir haben jetzt... höhere Auflösung drin oder so.
Aber noch nicht mal daran liegt das. Ich hab das schon runtergestellt gehabt auf 720p. Und da hat er genau dasselbe. So, Moment mal, wir sind von da. Da müssen wir doch eigentlich hier oder so fast gewesen sein, ne? Hier, dann rüber. In das Haus und dann darin. So, bist du aus Eisen? Hab ich mir gedacht, aber wir haben ja eine Picke. Ist für uns ein kleines bisschen einfacher. So, und da ist nämlich von Dungeon denn der nächste Dings. Kann ich auch. Schön. Oh, oh, oh. Kommen Sie mal hier lang. Ich habe ja mit jemandem gerechnet, aber doch nicht direkt vor der Nase. Rinn in die Kupf. Ach Mensch, Mädel. Tu dir doch nicht so schwer. Die haben doch gesagt, hier wegen Erneuerung und so, ne? Also KI-mäßig. Manchmal funktioniert das ja und manchmal nicht. Hä? Ja, Mädel, ich bin dich noch am Suchen hier. Ich finde dich irgendwie nicht. So, ist hier irgendwas? Hier ist doch bestimmt irgendeiner. Oh, nee, in der Tasche. Natascha, eine Schrotze, schon will er. Das heißt, wenn jetzt irgendwas kommt, tut oder so, Schreck und so, lass nach. Kann uns erstmal egal sein. Also ist uns nicht egal, aber jetzt sind doch die Karten besser verteilt. Hallo. Komm ich immer bitte hier runter. Genau so. Und jetzt denken Sie nochmal darüber nach, was Sie hier machen, ne? Aber die Munition sollte man wirklich aufheben, falls die Kacke am Dampfen ist, ne? Hallo. Bürotag. Ah, toll. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Ding Dong. Dingeli Dong. So, ist hier noch irgendeiner? Hier ist doch bestimmt noch einer. Da ist er. Ich wusste doch. Oh, hier sind mehrere. Aber keine Panik. Wenn, dann brechen wir uns bloß die Gräten. Ist ja wie Mauerblümchen. Na, 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 na. Ups. Na, toll. Na, toll. Warum funktioniert denn das nicht? Ich hasse das. Ja, ja, bleib doch erstmal stehen, Kabin. Das ist immer gut. Das sollte man immer machen. So, Bandagen. Danke. Ich hab immer Glück. Größtens. Und drin in den Schritt. Ich hab noch niemals hier gesehen, Zombie, der rückwärts die Treppe unter ihn will. Na okay. Aber das war doch eben blöd. Ich hab zweimal daneben, trotz wo ich davor stand. Das ist... Das ist Mogin! So, jetzt behalte ich die Waffe in Anschlag. Ich traue hier keine Sau mehr. So, da ist nichts drinne. Hey, wo ist denn der Pfeil hingegangen? Also, ganz schön leer für ein Büro. So, und hier kommen wir doch langsam zu dem Punkt, wo wir waren, ne? Genau.
So, ist hier irgend noch einer? Hier ist nichts versteckt. Gehen wir mal schnell in Klo. Lecker Wasser. Oh, richtig mundig in Abgang. Da könnte eventuell mal was drin gewesen sein. So spät. So, was haben wir denn hier? Hey, ein bisschen Nahrung und Metall. Alter, wir sind schon wieder überladen, ne? Wer konnte denn das schon wieder ahnen? Nee, das müssen wir erst in die Hand nehmen. Erst in die Hand nehmen. Ach so, das ist ja erst ein Rezept. Damit können wir nämlich unsere Axt verbessern. Ja, ja. Das könnten wir tun. So. Und nicht, dass es nochmal passiert. Kommen die Bandagen wieder da, wo sie hören. So. Alter, wir haben chronischen Platzmangel. Aber das ist ja nicht mehr neu. So, das nehmen wir auch mit. Ey, Mudi, Mudi, fast Mudi. Irgendwann mal Munition. Ach, fett, das brauchen wir doch ja nicht. Shit drauf. So, und das werden wir clean machen. Metall und so, ne? Stein. Wollte ich gerade scrubben, aber da ist ja nur unsere Farbe mit drin. Das sollten wir auch irgendwann mal. Das können wir doch eigentlich jetzt machen. Steine ist erstmal Latte. Dann nehmen wir das raus. Und den Hammer werden wir mal richtig hammerkräftig entsorgen. So. Mods einsetzen. Farbe. Farbe bekennen. Und weiter geht's. So, hier ist nichts mehr drin. Und der zuckt und ruckt schon wieder. Der hat schon wieder duscht. So, hier ist nichts. Wir könnten jetzt quasi in das nächste Haus da unten drin gehen. Aber ich sehe schon wieder so eine leichte Zeitdifferenz. Denn im Spiel ist es schon wieder 17 Uhr. Ich weiß nicht, wie weit wir das noch schaffen. Ist da unter irgendwas versteckt? Nö. Nichts. Ja, können wir mal später eh noch gebrauchen davon. So. Hallöchen, Leute. Kommt mal klar. Na? Spielen wir heute eine Runde Hamperruf? In den Arsch. Ja, ich weiß, es war eine Verschwendung bestens. Von Feinsten. Aber das spart Zeit. Ein klein bisschen. So. Hey, ja, hey, ja. Ich mag das. Ich möchte das Bild haben. Für unsere Basis. Alter, die Tiere noch hoch, wa? Ach du Kacke, Scheißen, Dreckenmist. Also, ich würde hier in der Küche nicht mehr essen. Hey. Einen Topf. Nee, kaputt machen. Ein Glas. Hey, Fleisch. Ich sag mal so, wir werden gleich losgehen, weil das bringt nichts. Munition. Und kein Platz. Panik, Karbin. Holz. Holz, das kannst du clean machen. Und Munition nehmen. So.
So und nicht anders. So, 18 Uhr, Zeit zu verschwinden, wir kommen wieder. I'll be back. Hier kicken wir nochmal nach. Echt, das ist so. Sag mal, wenn wir das hätte, könnten wir doch damals nehmen und dann waren wir doch ein bisschen schneller, ne? Oder ausdauern der. Oh, ey, das kann doch nie wahr sein. Hey, noch eine. Ist heute Renntag oder was? Oder Franzosentag? Hä? Ach so. Der dauert immer ein bisschen. Ey, der gibt aber gut Eisen. Der dauert noch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Und wir haben ja so viele Zeit. So. Das werden wir uns jetzt hinterhauen. Ach, scheiß auf die Farbe. Jetzt aber zurück. Ey, wir können wirklich rennen. So. Speedy Gonzales hier. Zzt. Ach stimmt, wir hatten ja noch die Munition von vorhin mit bei. Ich hab mir schon gewundert. Okay, so viel zur Ausdauer, ne? Hey, zwei Eier. Naja, ein bisschen hat sich gelohnt. Ein bisschen. Und wir haben den Bedung schon wieder vergessen. Nee, vergessen nicht. Wir haben ja neuen angesetzt. Kriegen Sie sich wieder ein, Mister. Ach naja, 19 Uhr, wir haben ja noch Zeit. Dames Wein. So. Ich würde mal sagen, wir wären bei der nächsten Folge, ja, wir haben ja noch Zeit, ein bisschen auf Jagd gehen, also in eine andere Richtung. Dass wir uns ein bisschen Fleisch besorgen. Und dann werden wir in der nächsten Folge Spikes auslegen und kicken, dass wir so weit kommen wie möglich. Sprich den Boden ausbauen unten und dann Spikes auslegen. Oh Alter, die Ruckler, die sind nicht schön. Und dann kicken. Dann schauen wir und dann gucken wir und dann machen wir und dann ist. Aber Junge, nee, ist denn aber. Hey, will er die Taschen voll Müll? So, was haben wir denn eingesammelt? Das können wir später vielleicht neu brauchen. Das auf jeden Fall. Scherbeln, verscherbeln. Munition. Glas. Ne, Glas ist eigentlich nicht mehr so wichtig. So, Munition, das ist schon mal gut. Also, irgendwann mal Munition, sagt mal so. Warum schmeiß ich das nicht einfach hin? Das ist so eh nicht sortiert, Karbin. So, warte mal. Essen. Yep. So, Öl. Das gehört aber da nicht hin. So, Beton, ei, können wir da reinschmeißen? Moment mal, reicht das eigentlich nicht schon für eine leichte Speise? Naja, eh.
Ihnen ist besser als ja keine, wa? Muss doch jetzt erreichen, mindestens. Hey, wir kriegen noch mal eine. So, und das war aber dann wirklich. So, jetzt haben wir wirklich kein Fleisch mehr. So, Wasser, das lassen wir noch in der Tasche. Gläser kann weg. Das ist Eisen, noch mehr Eisen und Stoff. Ey, wir müssen wirklich, wir müssen wirklich mal sortieren. Das. Aber eben halt, wenn wir mehr Kisten haben. Moment mal, das ist der Blei. Da war doch was. Ich wollte doch so ein Glasrahmen bauen. Genau. Und das wollten wir hier nämlich dran machen. Konnte mir nur an so bestimmte Sachen erinnern. Brutze er. So, let it löft. Nur ich wusste nicht mehr, wie viele wir brauchen dafür. Und Stein brauchte der auch. Ach stimmt, da braucht man ja auch noch diese Dings hier. Das müssen wir auch noch machen. Mann. Er hat schon viel zu tun, Leute. Ey, aber wir können schon mal eins machen. Jetzt so mal nebenbei. So, wo waren die Pinsel? Wir haben jetzt die Auswahl. So, was haben wir denn da? Wie war... Nee, so weit ich... Ach so, machst du da. Okay. Wir können uns jetzt aussuchen, ey, das ist ja geil. Das fetzt. So, können wir dann vielleicht auch noch irgendwie so eine Herdplatte oben? Alter, sieht auch. Ah, schade. Ist bestimmt, weil er schon mal oben drauf liegen tut. Schade. Ey, das hat trotzdem funktioniert. Alter, wie geil ist denn das? Warte mal, eine Seitenwand? Für einen Kühlschrank sowas in der Art. Habt ihr auch sowas hier? Das sieht nicht danach aus. Aber man könnte ja theoretisch, praktisch... Gibt es hier sowas, was aussehen tut wie Metall? Jo, hier sowas. Das sieht aber nicht nach Kühlschrank aus. Das sieht zwar immer so mäßig von hinten aus, aber wir haben jetzt zur Zeit nichts Besseres. Alter! Das ist schon geil. Also, das gefällt mir. Das ist schön. So, ich drücke mal den falschen Knopf. Was haben wir denn noch hier? Ah, das sieht nicht so schön aus. Wir haben jetzt hier diese Holz... Ach so, so sehen unsere Kisten ja so oder so aus. Das vielleicht... Ist cool. So. Ey, dann können wir uns auch das leichter machen mit Nahrung quasi so. Tatsache. Irgendwann kriegst du das hin, Kabin. Irgendwann. Und dann so? So, ach, ey, Kabin. Jetzt reicht das aber. Alter, so können wir uns richtig ein bisschen einheimisch machen. Heimisch. Einheimisch. Heimisch. Haben die nicht eine schöne Tapete? Tapete. Nicht... Was ist denn das da? Das ist doch bloß ein Holzmuster, ne? Nee, nicht wirklich. Naja, das ist nicht gerade schön. Wird aber so passen zum Bunker, ne? Ey, das funktioniert so eher da unter.
Na? Entschuldigung, wusste ich natürlich, dass es geht. Ich finde geil, ich feiere sowas. Ja, sowas gibt es, sowas ähnliches, oder fast dasselbe gibt es ja auch bei, sag schon, Imperium. Da hast du ja auch sowas. So, wie könnte man eine Decke machen? Ja, Leute, ich weiß, es ist nicht gerade das Spannendste, aber muss ja sein, ne? Das ist eigentlich für den Fußboden, ne? Ja, aber okay. Vielleicht im Gesamtbild? Ich weiß nicht. Kann man auch? Tatsache! Man kann es auch wegmachen. Was haben wir denn noch hier? Bodenmäßig. Sind das jetzt dasselbe, nur cleaner oder was? Nö, ist ja genau dasselbe. Dich ist schön. Das sieht doch völlig besser aus, als eben halt, wenn das standardmäßig hat, ne? Ja klar, sonst hätten sie die ja nie gemacht. So, eine Decke könnte man machen. Alter, damit könnte man auch den Rand machen. Alter, so viele Möglichkeiten. Ich sehe hier nur Möglichkeiten. Könnte man auch machen. Das ist ja eigentlich so wirklich so, wie man sich eine Wand vorstellen tut. So, jetzt findet erstmal wieder raus. Und ich finde wirklich nicht mehr, wo der war. Das war bestimmt auf der ersten Seite, ne? Erste Seite, keine Panik, Kabin. Alle Dude, alle Dude. Du hast dir fuscht, Kabin. Du hast dir fuscht, Kabin. Hä? Ist das jetzt weg? Da ist das Eisen, da ist das... Nee, das kann nicht sein. Das ist aber wieder was anderes. Auch nicht schlecht. Kann man dahinter machen, weißt du, so... Hitzeschuss. Schutz. Ja, kann man machen. Ach ey, Kabin, nun ist aber gut. Das ist auch nicht schlecht. Bunker-Feeling. Ja, 60er-mäßig. Gut, wir haben erstmal hier noch rumgespielt. Jo, kann man schöne Sachen mit anstellen? Ergibt zwar keinen Sinn, aber eher so sieht es doch gemütlicher aus. So, Leute. Das sollte erstmal für heute gewesen sein. Ne? Falls ihr noch dran sein solltet, hallo, wach werden. Danke nochmal, ne? Ich hoffe, wir sehen uns ja nächstes Mal nochmal zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.